Rede mit deren Professoren, nachdem du die Aufgaben für sie erfüllt hast, um mehr über ihre Vergangenheit zu erfahren. Das ist die Nachricht des Tages. Und damit so willkommen zurück bei Hogwarts Legacy Snape Edition. Wir sind Stufe 23. Ja. Mir ist aufgefallen, Snape ist ja nur 38 geworden und im Spiel hast du 40 Stufen. Vielleicht kommen wir ja nur bis zur Stufe 38. Hübsch, hübsch, hübsch. Ach, was will ich jetzt eigentlich? Will ich wirklich die Besenverbesserung kaufen? Ich glaube ja. Auf der anderen Seite, ja, mehr kann ich gerade nicht machen. Tierwesen möchte ich noch nicht. Was ist denn in meinem Inventar? Ich meine die Ausrüstung. Warum ist Geld Ausrüstung? Ich bin mit 163 Knuts ausgerüstet. Naja, Talente kann ich gleich vergeben. Habe ich heute irgendwie nicht so Lust drauf. Wir können vielleicht mal gucken, ob wir noch irgendwo Nebenquests sind, die ich machen kann. Das ist ja hier die Weltkarte. Ich sehe hier erstmal keine Nebenquest. Ja, da wie gesagt nur die eine Karte von Hogwarts. Gibt es da noch offene? Nee. Ja, dann müssen wir das mit dem Besen machen. Soll ich mal den ganzen Weg da jetzt hinlaufen? Rebellion. Vielleicht finden wir ja unterwegs irgendwas. Und sammeln wir noch ein paar Schätze, damit wir uns den Besen leisten können. Also eine Quest, in der man gezwungen wird, Geld auszugeben. Toll. Oh, hier ist ein Hühnchen. Hallo Hühnchen. Upsi, man kann einfach übers drüber laufen. Oh, hier ist ja schon eine Hütte. Ah, da war ich aber schon drin. Das ist ja die Hütte von der einen Frau. So, und wir fliegen jetzt. Dabei können wir ja trotzdem Rebellion. Rebellion. So nenne ich das jetzt, wenn ich Rebellion ausführe. So. Ja, okay. Wir besuchen jetzt die Eulerei. Es ist soweit. Die Eulerei muss besucht werden. Weil... Oha! Ich kann auch nicht abbremsen, bevor ich lande. So, jetzt geht's schon noch. Oh, kann ich machen. So. Rebellion. Hier ist eine Eule, deswegen ist das die Eulerei. So, auf die Pilze habe ich jetzt keine Lust. Ich meine, hier waren ein oder zwei Schätze, also jetzt auch nicht so krass war. So krass war es nicht. Dafür, dass man denkt, wow, die Eulerei, ein berühmter Ort in Hogwarts, der in den Filmen häufiger vorkam. Und dafür ist dann hier aber irgendwie auch nichts. Was ist das denn jetzt? Okay, irgendwie bin ich heute sehr aufgedreht. Tut mir leid. Wahrscheinlich bin ich übermüdet und aufgedreht. Und vielleicht ist die Überdrehtheit auch... kommt das von der Übermüdung? Ich habe keine Ahnung. Okay, hier gibt es eine Rolle. Okay, man muss auf Mäusekacke aufpassen. Habe ich das letzte Mal gesehen? Ja, bestimmt. Bin ich hier hochgeklettert? Und da flatterte noch. Eine Handbuchseite. Nee, doch nicht, das sind nur Neune. Doch, doch, doch! Protego! Accio! Rebellion! Accio! Oder ist das die, die hier kommt? Ach, jetzt habe ich das nicht mehr ausgerüstet. Ah, shit, shit, shit. Da kommt der hier hin. Levioso! Rebellion! Doch, da ist die Handbrust. Accio! Aber sonst ist ja nichts. Ja, okay, das war sehr enttäuschend mit den Schätzen, muss man schon sagen. Okay, wir waren unterhalb von Hogsmeade und müssen jetzt... Ja, ganz ehrlich, dann kann ich ab jetzt auch Schnellreise machen. Oder wir könnten noch zu der Insel, wo Dumbledore gestorben ist. Letztens Teil 7 geguckt, aber hier gibt es diese Insel nicht. Meine ich jedenfalls. Doch, das müsste die da sein.
Die war so flach und da waren nur Bäume drauf. Dann gehen wir da jetzt mal hin. Und daneben sieht das aus wie Stonehenge. Nee, das wird dann Merlins Aufgabe sein. Und dann gehen wir da mal danach hin. Aber jetzt erstmal hier. Okay, das ist, sieht doch ein bisschen klein aus. Und Dumbledore gestorben ist, sah es doch irgendwie besser aus. Ja, und hier ist einfach nichts. Super. Das hat sich ja mal gelohnt. Oh, oh, hier können wir... Ich weiß, was das bedeutet. Eine Prüfung Merlins. Ja, auf die Sumpfkratler jetzt kein Boxer. Okay, und dann das Haus gehen wir gleich auch mal. Ah, das ist so scheiße, wenn er da so runterhängt, dann braucht er zu lange, habe ich das Gefühl. Das war gar nicht so knifflig, Merlin. Okay, das war leichter als das, was ich da oben im verbotenen Wald gemacht habe. Wahrscheinlich sollte man diese vielleicht auch früher finden, ich habe keine Ahnung. Ich habe die jetzt erst viel später erst gefunden. Revelio. Okay. Jetzt habe ich gesagt, ich gehe in die Hütte. Wenn das so eine Hütte ist, wo nichts ist. Revelio. Accio. Depulso. Ja, das ist so eine Fake-Hütte, da ist einfach nichts. Super. Okay, dann geht es jetzt weiter nach Hox irgendwas. Was? Ich werde vom Zug überfahren. Wo ist der Zug? Warum sehe ich nicht den Zug? Da war der Zug. Da waren Zuggeräusche. Revelio. So, man kann nämlich nicht nach Hogwarts Hogsmeade reinfliegen. Man muss laufen. Sehen Sie sich ruhig um. Viele wundervolle Bücher, neugierigen. Ich glaube aber, ich habe schon alles verkauft. Nee, habe ich nicht. Das kann ich verkaufen. Hä, warum ziehe ich das nicht an? Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen... Was ist da denn los? Ja, sieht sogar gar nicht so schlecht aus. Es ist halt nur wieder diese komische Hose, auf die ich keine Lust habe. Jetzt kann ich dem noch was Schauen verkaufen. Schauen wir uns mal an, was wir haben. Lassen Sie mich wissen, wenn ich glaube, ich das kostet über 1000 Euro, diese Besenverbesserung. Revelio. Diese wackeligen Stapelkessel vor Seridwins Laden wirbelt für die Waren darin. Ach, wirbt. Ah ja, es hilft nicht beim Brauen wirkungsvolles Haustrinken. Ich dachte, man stapelt die auch nur so zur Lagerung. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass man jetzt einen Zaubertrank darin braut. So, jetzt können wir hier rein. Willkommen zurück. Ich habe da einen Sonderpreis für die Besenverbesserung. Ich weiß Ihre Hilfe wirklich 1000 zu Euro. Schätzen. Danke fürs Vorbeischauen. Hoffentlich bis bald. Du solltest mir die gratis geben, wenn ich die testen kann. Ich könnte dabei sterben. Ja, komm, dann werden wir jetzt halt pflegemagischer Geschöpfe machen. Dann ist das so. Beim Mann hinter dem Boden brauche ich noch mehr Demigeist. Ich habe erst 5. Ich glaube, man braucht ja 9. Also glaube ich... Also wenn ich glaube, ich habe 5 und das würde dann implizieren, dass ich noch 4 brauche. Das ist jetzt nicht so, dass ich denke, ich brauche nur 4, weil ich weiß, 5 plus 4 ist 9. Das ist keine Glaubenssache, das ist so. Revelio. Okay, wahrscheinlich muss man hier wieder warten, ne? Ja. Willkommen allerseits. Ah, Sie haben schon einige der Tierwesen kennengelernt, die wir hier studieren. Man sollte diesen
Kreaturen mit dem nötigen Ernst begegnen. Sie sind alle auf ihre Weise gefährlich. Vor allem, wenn man nicht weiß, wie man richtig mit ihnen umgeht. Anscheinend sind viele von ihnen aus der Übung. Gehen wir noch einmal die Grundlagen durch, wie man sich um ein Tierwesen kümmert, ja? Miss Sweeting, muss man das üben? Würden Sie bitte unserem Neuzugang in der heutigen Stunde helfen? Ja, Professor Howen. Hallo, ich bin Poppy. Poppy Sweeting. Keine Sorge, Poppy Sweeting. Ah, ja. Sie übertreibt manchmal. Alle Tierwesen hier sind ungefährlich. Miss Sweeting, passen Sie bitte auf. Die Zunge eines Knuddelmuffs hat es durchaus in sich. Ja, Professor. Hier, du kannst an Gerald üben. Achte bloß auf seine Zunge. Er ist so süß. Du kannst meine Bürste benutzen. Sei sanft. Was Schönes. Ich stelle mir gern vor, dass es ihm dann noch mehr Spaß macht. Wie schön. Er fühlt sich sicher. Ich glaube, er hat Hunger. Würdest du ihm etwas Tierwesenfutter geben? Nee, das Futter will ich dahin haben, die Bürste da. Da kommt Fang hin und davor kommt irgendwas, um die langsamer zu machen. Ey, der isst das noch nicht mal, der springt nur Eis. Ist das. Schmeckt. Ich hoffe nach Süßigkeiten. Gerald mag dich, da bin ich mir ganz sicher. Das freut mich. Er scheint sehr lieb zu sein. Das ist er. Güte ist eine seiner besten Eigenschaften. Gleich nach Ehrgeiz. Und rein. Ehrgeiz, was? Besonders knuddelig zu sein? Was ist denn das Ziel eines Knuddelmuffs? Nun machen wir uns. Oder generell, wollen Tiere immer nur überleben und Nachfahren machen? Tierwesen. Und bitte, seien Sie beim Füttern und Versorgen achtsam. Miss Sweeting, warum zeigen Sie unserem Neuzugang nicht die Kniesel im hintersten Gehege? Komm schon, die Kniesel sind hier drüben. Ah, Knieselschnurrbarthaare sollten mir ein paar Knuts einbringen. Genug für einen Einkauf beim Honigtopf. Blödes Vieh. Also, Sidorin Schiller wird wieder als böse dargestellt. Was in Merlins Namen machst du da? Du bist seltsam, Poppy. Sorgst dich wegen diesem blöden Vieh? Ihr Name ist Persephone. Ihr Name ist Persephone. Das ist echt nicht lustig. Los, komm. Diese beiden haben nichts in der Nähe der Klasse zu suchen. Zukünftige Wilderer. Persephone hat sie sofort entdeckt. Danke für deine Hilfe. Machen wir weiter. Füttere und bürste die Kniesel so, wie du es bei Gerald getan hast. Alles hier im Akkord. So, Futter für dich. Ich hör doch mal auf, Herzchen auszuspeien. Futter für dich. Futter für dich. Die Kniesel haben dich wirklich gern. Sie erkennen einen guten Menschen. Krummbein ist ja nur ein halber Kniesel. Es scheint, unsere Zeit ist abgelaufen. Bitte schließen Sie die Gehege und gehen Sie hinaus. Ich finde, dass das ja dieser Klassenraum ist oder so, sieht schon echt schön aus. Da sind Sie ja. Ich würde Sie gerne sprechen. Also sieht hier eigentlich schön freundlich aus. Irgendwie nicht so wie bei Hagrid, so hänge ich jetzt hier fest. Nein, Dula! Du musst nicht jetzt hier rausfliegen. Das ist jetzt gerade kein Witz, Leute. Ah, wir können ja zaubern. Nee, in dem Gehege kannst du gerade nicht zaubern. Scheiße. Ah doch, Basiszauber geht. Ich Basiszauber mir jetzt die... Das ist doch
eigentlich ein Witz? Warum komme ich? Oh, du Fa. Ey, die haben mich eingesperrt im Gehege. Sie wollten mich sprechen? Ganz recht. Wie war Ihre erste Stunde in Pflege magischer Tierwesen? Wunderbar. Ich glaube, mir wird dieser Unterricht gefallen. Gut. Sie scheinen zu verstehen, dass Tierwesen unter der richtigen Führung eine maßgebliche Rolle in unserem Leben spielen können. Einige bieten uns Materialien voller magischer Kräfte. Bei der richtigen Pflege. Das bedeutet auch, sie nicht für ihre Schnurrhaare zu quälen. Das haben Sie übrigens gut gemacht. Überlassen Sie es aber das nächste Mal lieber mir. Ja, Professor. Die sind fast so schlimm wie die Rohlinge aus Rookwoods Meute von Wilderern. Leider sind wir es, die darunter leiden. Überall tote Tierwesen. Eine furchtbare Verschwendung. Sicherlich kann jemand die Wilderer zur Rechenschaft ziehen. Das Ministerium vielleicht. Hm, wie optimistisch von Ihnen. Aber warum konzentrieren wir uns nicht erst einmal auf das, was wir kontrollieren können? Professor Weasley bat mich, einige Aufgaben vorzubereiten, die Ihnen helfen sollen, zu den Fünftklässlern aufzuschließen. Halten Sie Ausschau nach meiner Eule. In der Zwischenzeit rate ich Ihnen, sich Wissen über so viele Tierwesen wie möglich selbstständig anzueignen. Psst, psst, hier drüben. Hallo, Poppy. Brauchst du etwas, Poppy? Nochmals vielen Dank, dass du etwas gesagt hast, so dass ich es nicht musste. Du warst wie ein Orkiri am Mittag in der Wüste. Ich hoffe, das ist etwas Gutes. Das sagen meine Oma und ich immer. Es heißt, jemand oder etwas ist eine willkommene Überraschung. Oder zumindest bedeutet es das für uns. Ich konnte nicht einfach nur zusehen und nichts tun. Wir sind uns ähnlich. Tatsächlich gibt es da jemanden, den ich dir gerne vorstellen möchte. Im Wald. Jetzt bin ich neugierig. Nun gut, geh voran. Das hatte ich gehofft. Ich nehme nicht einfach jeden mit. Du bist bisher der Erste. Oha, nimmst du mich mit nach Hause? Tja, danke, nein, sorry, schätze ich. Wie gesagt, das würde Snape nicht sagen. Das hat mich überrascht. Ich bin nicht wie einer. Was für ein Wetter. Findest du nicht auch? Poppy, wohin bringst du mich? Es ist wirklich besser, wenn ich es dir zeige. Ich hole mal eh irgendwann diese Mondsteinstation, dann muss ich den nicht mehr sammeln, aber... Keine Sorge, wir sind fast da. Es ist gleich da vorne. Ja, wieso kann ich immer noch nicht zaubern? Bleib zurück. Ich will nicht aus Versehen Zaubertrank nehmen, wenn ich ins Menü gehe, deswegen wollte ich gerade wieder eine Alraune auswählen. Schnabel, aber er ist Wolkenschlinge, glaube ich. Das ist Wolkenschwinge. Ist sie nicht einfach wundervoll? Na los, sag ihr Hallo. Aber Vorsicht. Du musst Hippogreifen immer mit Höflichkeit begegnen, bevor du dich näherst. Ach so. Ach, nochmal verbeugen. Ich wusste es. Ich habe noch nie erlebt, dass sich ein Hippogreif so schnell an jemanden gewöhnt. Du kannst sie gerne füttern und bürsten. Wenn ich Zeit habe, schaue ich nach ihr. Bringe ihr was zum Naschen und erzähle ihr, was im Schloss los ist. Man sieht es ihr nicht an, aber sie ist eine furchtbare Wichtigtuerin. Kurze Frage, muss man Tiere mit Federn bürsten? Also, kann man Federn bürsten? Mit derselben Bürste, wie man Pferde bürstet? Einer so Fellsinger, ja, aber so
Vielen Dank. Boah, ich bin aber schon größer als sie. Und? Was hältst du von Wolkenschwinge? Ich finde sie genial. Nicht zu fassen, dass du mich ihr vorgestellt hast. Ich wusste, dass ihr euch verstehen würdet. Sehen die Schüler etwa deinetwegen Hippogreife über dem verbotenen Wald fliegen? Könnte gut sein. Wusstest du, dass ein Hippogreif immer für einen da ist, wenn man sein Vertrauen erlangt hat? Ich habe das mit ihr selbst erlebt. Sag mal, wie genau bist du Wolkenschwinge begegnet? Das ist eine lange Geschichte. Aber ich habe sie vor einigen Jahren vor Wilderern gerettet und in Sicherheit gebracht. Danach war alles gut. Bis jetzt. Wie du vielleicht weißt, haben wir hier ein Wildererproblem. Ich befürchte, sie könnten sie erneut einfangen. Und dann bin ich vielleicht nicht da. Professor Howen hat die Wilderer auch erwähnt. Sie meinte, wir könnten uns nicht auf die Hilfe des Ministeriums verlassen. Ich bin nicht oft einer Meinung mit Professor Howen. Aber ich fürchte, sie hat recht. Der Einfluss der Wilderer wächst. Ich sehe sie täglich im Dorf. Sie spazieren herum und reden mit den Leuten. Die haben irgendwas vor. Ich weiß nur nicht was. Das klingt seltsam. Als ob die etwas vorhätten. Ganz genau. Ich werde dem mal nachgehen. Herausfinden, was los ist. Was sie tun. Das ist eine gute Idee. Wissen ist Macht. Und je mehr ich weiß, desto besser kann ich sie beschützen. Du wirkst unbeirrt. Erzählst du mir, was du herausfindest? Oh, also gut. Mach ich. Ich muss los, aber ich hoffe, wir sprechen uns bald wieder. Hallo. Ich frage mich, ob Sie bei Gelegenheit in den drei Besen vorbeikommen könnten. Ich könnte Ihre Hilfe gebrauchen. Ja, können wir machen. Ach, kommt da noch mehr Eulenpost? Die muss ich jetzt erstmal noch kriegen, die Briefe. Wie gesagt, vermisst meine Schwester Anne Hogwarts sehr. Sie hat sich irgendwie verändert. Revelio. Sie mit mir zu besuchen? Ich breche bald nach Feldcroft auf und freue mich darauf, dich dort zu sehen. Es liegt südlich von Hogwarts. Hoffentlich kommst du jetzt mit dem Explosionszauber zurecht. Er gehört zu meinen absoluten Favoriten. Oh, ich brauche ein Taschentuch. Ich habe Dick gebeten, ihm dabei zu helfen, den Raum zu nutzen, oh, um nee, die Ausbildung im Bereich Tierwesen zu vertiefen. Ja, doch, können wir bitte machen. Treffen Sie ihn dann doch. Machen wir im nächsten Part, weil das dauert wieder, wenn ich in den Raum gehe. Ich habe schon seit einiger Zeit nichts mehr von meinem Onkel Roland gehört. Ich bin ganz außer mir vor Sorge. Können wir uns im Innenhof treffen? Ja, können wir. So, jetzt gucken wir erstmal, was wir für eine Aufträge jetzt machen. Rona? Ja, das muss ich machen, aber ich brauche Geld. Wir machen jetzt erstmal ein Freund von Taten. Wir gehen jetzt zu den drei Besen, aber das machen wir jetzt über Schnellreisen. Ja, das machen wir. Da kriegen wir nämlich Gold. Ein Mann steht hinter den drei Besen. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, wenn ich hey, wo ist denn jetzt der Typ hinter den drei Besen? Aber ich glaube, den Auftrag habe ich abgelehnt, weil ich nicht böse bin. Aber als Snape muss ich jetzt böse sein. Ich brauche das Gold. Sorry. Upsi, jetzt habe ich auch noch hier Kissen zerstört, weil ich gegengerannt bin. Es wird ihm noch leid tun, Michael. Sir, ist alles in Ordnung?
Danke der Nachfrage. Mein Name ist Ackley Barnes. Und nein, ganz und gar nicht. Ich plane gerade meine Rache gegen meinen einstigen Geschäftspartner, einen teuflischen Schwindler namens Alfred Lawley. Er hat mich aus unserem Kräuterbedarfsgeschäft verdrängt, als es gerade Fahrt aufnahm. Er meinte, ich sei zu explosiv. Dem zeige ich mal explosiv. Das muss frustrierend für Sie gewesen sein. Ja, das war es. Schrecklich. Ich bin eben leidenschaftlich bei der Arbeit. Arroganter Narr. Er kann auch leidenschaftlich sein. Und daran werde ich ihn erinnern, indem ich ihm seinen geliebten Besitz nehme. Eine Venemosa Tentacula, die er aus einem Samen züchtete und die der Grundstein unseres Geschäfts sein sollte. Ich komme nicht mal in die Nähe, wenn Ruth Singer mich wie ein Augury beobachtet. Sicher auf Lawleys Bitte hin. Aber ein Kind würde niemand verdächtigen. Was halten Sie davon, schweren Pflanzendiebstahl zu begehen? Ja, ich mach's. Ich besorge Ihnen die Venemosa Tentacula. Ich sehe, weil Sie das letzte haben mal ebenfalls nicht ein gesundes habe, Gerechtigkeitsempfinden. Aber ich habe eh schon eine, ich kann Ihnen das auch einfach so geben. So viel Kräuterkunde bedarf, wie Sie nur möchten, während Sie da sind. Ich möchte lediglich die Venemosa Tentacula. Wenn wir wissen, wahrscheinlich passiert... Ich brauche nur die Venemosa Tentacula. Wahrscheinlich passiert da eh nichts, wenn man das macht. Ich muss wohl Mr. Also das Lawleys haben ja auch finden. Leute kritisiert, dass das egal... Das muss es sein. Was man macht, man hat keine negativen Konsequenzen. Das ist der Keller. Ich muss die Venemosa Tentacula finden. Oha, ich sehe hier gerade eine Riesenspinne in meinem Zimmer. An der Gardinenstange und Box. Mr. Lawley darf mich nicht erwischen. Was? Halt! Pflanzendieb! Ja, das hättest du früher sagen können. Ich war halt einfach schon zu nah da dran. Das ist ein bisschen dummi. Ich muss die Venemosa Tentacula finden. Revelio. Mr. Lawley darf mich nicht erwischen. Was geht? Halt! Wie hat er mich gesehen? Wie hat er mich gesehen? Oh, er sieht so traurig aus, Snape. Der arme Snape. Mr. Lawley darf mich nicht erwischen. Kann man eigentlich... Nee, man kann sich nicht ducken. Okay, das ist schon ein harter Auftrag. Was geht da im Keller vor sich? Ey, was? Ich weiß noch nicht mal, wo ich lang muss. Okay, ich muss jetzt echt überlegen. Wieso bin ich so schlecht? Also, ich habe doch schon diesen Tarnzauber. Nichts. Da, jetzt muss ich nochmal neu machen. Mr. Lawley darf mich nicht erwischen. Ja, macht er auch nicht. Da, jetzt schön hier lang gehen. Hallo, Homura. Oh, ich hoffe, das ist jetzt out of time. Nicht, dass der jetzt bis. Wenn ich jetzt lange brauche, dass der jetzt da hinkommt. Ich hoffe, das ist gefühlt nur eine Sekunde im Spiel und es dauert für mich länger. Was geht? Halt! Pflanzendieb! Ich meine, das meine ich. Was hätte ich denn jetzt machen sollen?
Ah, jetzt bin ich aber schon hier drin. Wo ist die Venemosa Tentacula? Ja, okay, das ist okay für mich. Revelio. Muss wahrscheinlich aber auch wieder rauskommen, ne? Ah, das ist doch dieser Keller, wo ich schon mal gekämpft habe, oder? Nur da war dann der Dieb nicht mehr. Incendio. Expelliarm. Incendio. So viele Spinnen. Ein Wunder, dass sie noch nicht das ganze Haus übernommen hat. Expelliarm. Incendio. So, waren das jetzt genug Spinnen? Revelio. Ich hoffe, er hat doch mal das. Ja, in diesem Keller war ich schon, aber da hatte ich nicht diesen Auftrag, also alles gut. Also muss man den echt nicht machen, ja. Ich habe den so oder so bestohlen, wenn ich dann später in den Keller kam. Das meinte ich, es ändert irgendwie nichts. Es ist ja jetzt noch nicht mal irgendwas Neues. Ich habe die Venemosa Tentacula. Jetzt sollte ich zu Mr. Barnes zurück. Ja, gleich, aber ich will das hier noch einsammeln. Ja, das geht dann halt nicht. Ist mir jetzt auch egal. So, jetzt. Incendio. Revelio. Sollte ich hier noch hochgehen, wegen dieser Kiste. Ja, okay, ich muss zum Raum der Wünsche. Ah, oh, dann kriege ich auch die Tierwesen, da ist mir egal. Dann ist das halt so. Kann man jetzt Schnellreisen machen? Nee, kann man nicht. Das heißt, ich muss hier auch wieder rauskommen. Der stand dann da einfach nur, ich kann hier hochgehen, okay. Perfekt. Ja, ich hab's geschafft. Denke ich jedenfalls. So, und dann machen wir das mit Zero. Gut, vielleicht gehen wir auch einfach in die drei Besen. Ist die Besorgung für mich... Hallo, Mr. Barnes. Ich habe die Venemosa Tentacula. Ich würde zu gern Lollys Gesicht sehen, wenn sein geliebter Besitz plötzlich fort ist. Mal sehen, wer dann explodiert. Sehr gut. Ich nehme sie Ihnen gern ab. Okay. Ich hätte gern eine Bezahlung. Es war gar nicht so leicht, sie zu besorgen. Ich würde gern für meine Mühe bezahlt werden. Tja, das ist nur gerecht. Sehr geschäftstüchtig von Ihnen. Hier, eine Kleinigkeit für den nächsten Besuch bei Zonkus. Danke, als ob ich ein Kind bin. Noch einmal vielen Dank. Sie werden noch Großes erreichen. Geil, jetzt kann ich mir den Besen leichten. Ach, Handschuhe habe ich bekommen. Aber nur das Design. Okay, ich muss zum Raum der Wünsche. Die Sachen da testen. Ja, das kann ich verkaufen. Okay. Dann speichere ich jetzt aber erstmal. Ja, warte, ich mache noch einmal die Talente und dann speichere ich. Muss nämlich, glaube ich, jetzt auch los zu schleichen. Ja, das ist wichtig und muss ich dann auch noch machen. Aber jetzt erstmal Einstellungen, Spiel speichern. Alles klar, bis dann, ciao.